Hallo, liebe App-Gefahr-Nutzer. Wir sind hier in so einem Ausdauerrennen in Real Racing 3 und da ist, glaube ich, ein kleiner Bug im Spiel. Ich habe jetzt schon 45 Kilometer absolviert. Der erste, der mir angezeigt wurde, hatte 24. Hier geht es halt darum, Autos zu überholen. Da kriegt man eine Zeitgutschrift. Und zwischendurch, ihr seht es jetzt, habe ich einfach hier so eine Karawane, wo ich spielend einfach vorbeifahren kann und richtig viele Bonussekunden kriege. Jetzt bin ich wieder bei 90. Mehr geht gar nicht, glaube ich. Genau, ist bei 90 limitiert, aber das reicht locker aus, um die dann ein nächstes Mal wieder einzuholen. Jetzt bin ich bei 47 Kilometern. Wie gesagt, der Erstplatzierte wurde mir hier mit 25 angezeigt. Ich bin mal gespannt, erstens, wie viel Geld ich nachher dafür kriege, zweitens, wie lange der Spaß überhaupt noch geht und drittens, wie mein Auto danach in Sachen Service aussieht. Normalerweise müsste es ja so sein, nach der Distanz müsste eigentlich alles hinüber sein, sodass ich erstmal komplett an der Reparatur fahren muss. Das werden wir euch dann aber gleich nochmal im Text oder wo auch immer schildern. So, liebe App-Gefahrnutzer, das war's. Ich habe hier 65 Kilometer geschafft. Dann ist 2 Runden lang kein anderes Fahrzeug mehr gekommen, was ich irgendwie überholen konnte. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie viel Geld ich für diese 65 Kilometer kriege und wie es vom Service des Autos aussieht. Erster Platz, gut, das haben wir erwartet. 23.000 Dollar, das ist natürlich nicht schlecht, aber ich bin jetzt auch ja, bestimmt 20 Minuten gefahren. Kriege hier ordentlich Ruhm. Na, schau mal, Fahrerstufe 18. Das Auto ist natürlich total hinüber. Wie gesagt, ich bin hier 40 Kilometer mehr gefahren als der Erstplatzierte, der mir angezeigt wurde. Und ja, alles hinüber, außer das Fahrwerk. Das hat interessanterweise noch gehalten. Und was jetzt hier auch bemerkenswert ist, EA hat das angepasst, den Service. Man muss ja früher 6 Stunden warten, bis alles repariert ist. Das Ganze dauert jetzt nur noch 2 Stunden und 20 Minuten. Ist immer noch viel, aber sag ich mal schon ein wenig angenehmer, als es vorher der Fall war. Ich habe jetzt 2 Autos und ich kann eigentlich recht gut fahren. Also ich finde es schon spaßig. Natürlich hat man so einen faden Beigeschmack, aber insgesamt macht mir persönlich Spaß.